Hallöchen. Willkommen zurück. Da sind Sie. Wo sind Sie? Hallo. Hallo. Da sind Sie. Ha! Und das Feuer ist aus. Ich müsste meinem Ichifichi-Nichi-Saurier mal einen Namen geben. Ich nenne den mal. Ich nenne mal Flabby. Einfach nur so. Keine Ahnung. Flabber. Nicht, nee, Flabby. Flabber ist das von mit Robin Williams. Nicht zu verwechseln mit Robbie Williams. Okay, wir wollten ja einen Hafen oder besser einen Steg hier vorne rüberziehen. Ist die Pau eigentlich da? Nee, die ist heute gar nicht da. Nee, ich glaube nicht, nee. Weil die wollte ja auch mal mit Tiere zähmen. Aber die wollte ja auch ihre Tiere mal hier bei uns an hinstellen. Ja, andocken. Ich crafte schon mal. Ich fange schon mal an, was zu craften. Gut. Ich crafte mir jetzt auch noch einen Stuhl und dann setze ich mich hier hin und chill. Okay. So ein Sofa wäre mal noch was Geiles. Ja. Ja. Einfach nur ja. Fertig. Also wie gesagt, ich habe gerade eben mit dem Graves ein bisschen über das Spiel Lost Ark geredet. Das würde ich gerne in den nächsten Tagen mal spielen. Oder besser spielen und streamen. Wenn sie dich lassen. Wenn man auf den Server kommt, ja. Jetzt ist nur die Frage, was ich... ich habe keine Ahnung, was für einen Charakter ich spielen soll. Es gibt ja immer so Tipps und Tricks. Das gab es damals immer in den ganzen Computerzeitschriften. Da konntest du dir so ein Zettelchen rausholen, wie man am besten scalen sollte. Und dann gibt es noch die... jetzt gibt es ja die ganzen YouTube-Videos, wo die sagen, ey, was du am besten machen solltest und nicht hier und das. Und aber ganz ehrlich, so hat man das damals ja auch nicht gespielt. Und trotzdem sind wir alle groß geworden. Naja, fast. Und gleich schlecht. Mann, ey! Das snappt immer woanders. Jetzt müsste das Ding hier nicht mehr ansnappen, ja. So hoch. Ja, das ist aber egal. Wir bräuchten unbedingt auch eine Feuerstelle hier draußen. Ich mach mal ganz was ein Feuerstellchen hier. Ich mache eine Feuerstellche, wa? Jetzt zu dunkel. Ist mir nicht, aber wie. Oh, das Steinchen rausgenommen, was ich brauche? Ja. Habe ich doch. Für die Zuschauer sieht man das sonst echt wenig. Oder sehr schlecht. Ja. Hast du noch Stein? Nee, ne? Nee. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen das aus Holz. Deswegen habe ich mehr Holz gefarmt. Ach so. Aber so einen Hafen finde ich doch eher besser aus Stein, oder? Jetzt lieber relativ wurscht. Ich auch so. Ich wusste, ich habe erst eher gedacht, dass wir das aus. Ja, ich gehe mal los. Steinvorkommen sehen jetzt zum Glück nicht weit weg. Ja, dafür haben wir die Insel ja. So ein bisschen Licht. Womit bist du los? Ein Bär. Stimmt. Mr. Bär. Bärbel. Ich geh mal mit dem Triceratops. Und nehm den anderen mit im Schlepptau. Wenn wir hier ein Dings finden sollten, du weißt Bescheid? Ja, habe ich schon gesehen. Was, eine Knolle? Ja. Warum zählen wir die nicht? Weil nicht. Ich hatte es ja vorhin gesagt und hast nicht reagiert. Hast du es echt gesagt? Ja. Da dachte ich so, ja gut, doch nicht wichtig. Aber ist halt auch nur Level 12, aber. Ist egal, der kann ja rumlaufen und was zählen. Zu fahren meine ich. Wo ist denn der? Ganz im Westen.
Zwischen dem linken Hügel und dem rechten Hügel geht es ja so wieder runter Richtung Meer. Da dazwischen war der. Okay. Dann einfach mal voraus. Bin ja schnell. Der gibt ja auch Gas. Achso, du bist ja nicht mit Bären. Bin zu Fuß. Ich komme auch mal zu Fuß jetzt. Hat keine Power mehr. Oh, hier ist ein Listro. Was will der Listro? Oh, hier ist einer. Nahrung. Ja, Nahrung. Ich nehme mal ein paar Bären. Oh, hier, komm hier. Da, Major Bären. Wollen sie alle. Hier, wo ist du? Da, guck, zack, Major Bären will da. Die war zumindest die Knutschkugel hier irgendwo. Ah, da ist sie doch. Hallo. Level 12. Also, wo bist du? Ich mach doch mal die Fackel an, vielleicht siehst du es dann. Ja, ich seh's. Guten Tag. Guten Tag, da ist sie. Du musst mal aber umhauen, oder? Nee, ja so, ja. Ich muss mal überlegen, was du mit umhauen meinst. Ja, abschießen. Warte, ich muss mal lieber mal. Lieber mal auf passiv. Ja, musst du einfach passiv pfeifen. Kann ich mir doch nicht merken. Nee, guck, drück mal für dich, ich mach das, ich kann mich ja kann mir das auch nicht merken. Drück mal T, gedrückt. Ja. Unten links. Ah, pfeife passiv. Ja, okay. Geht schneller. Hast du gepfiffen? Ja. Nee. Jetzt hab ich's gemacht. Ja, weil meine Tiere sind ja auch noch dabei. Wow. Weil ja, meine Armbrust ist ja auch mega stark. Okay, dann nehme ich mal meine Fackel wieder weg. Hier hinten war gerade noch mal ein Vieh. Ach so, ein Dodo. Ja, okay. Okay, schmeiß mir einfach alles rein. Kannst du liegen lassen, der ist nachher irgendwann fertig. Ja. Warte, ob hier noch was ist. Ich gehe mal wieder zu den Lystros. Die hole ich mir auch noch schnell. Vor allem kann man hier einfach so durchs Gebüsch laufen und weiterfahren und du kriegst immer Stroh. Merkst du das? Ja, ja. Warum liegt denn hier Stroh? Da machst du eine Maske. Zu Corona-Zeit ist es jetzt nicht mehr so komisch. Ja, auch wenn du eine Bank überfällst, kommst du rein, ohne dass du jemand sagt, dass du eine Maske anhast. Ja. Zeiten sind verrückt geworden. Ich habe so ein Video gesehen, wo ein ehemaliger Dieb, Kunstdieb und Diamantendieb so Videos als Filme bewertet hat, wie die da Banken ausrauben. So gesagt. Er muss da immer am Ende von dem Clip dann Punkte vergeben, wie realistisch das ist. Und der ist nie über 4 Punkte drüber gekommen. Ah, vom Filmen, ja? Ja. Ja, aber so Oceans 11, das ist ja auch alles meistens. Pink Panther. Ich hätte gerne was über Heat gewusst. Na gut, er war erst ohne Waffen hat er das gemacht. Er ist halt eingebrochen und hat dann halt die Sachen geklaut. Aber interessant zu sehen. Er war sogar, das ist sogar ziemlich bekannter gewesen, weil er in Van Gogh auch geklaut gehabt. Okay. Und dann hat er das mit einem zusammen dann bewertet. Und der andere war Detektiv oder so ein Ermittler, der halt genau solche Kunstdiebe auffinden muss oder auffindet. Und der hat dann aufgehört, der Dieb irgendwann, hat sich zur Ruhe gesetzt sozusagen und hilft jetzt quasi ihm dann die Fälle zu finden. Ja, das hört sich genauso an wie Catch Me If You Can. Mit Tom Hanks und DiCaprio. Ja. Ja, das ja auch im Nachhinein. Waren ja. Haben wir zusammengearbeitet. Ja, ist voll cool. Also, war ganz witzig, wie er so erzählt hat. Und am Ende hat er noch gemeint, ja, der Detektiv, der Polizist, sage ich mal, der hatte dann an einer Stelle. Er hatte dann
Ein ganz bekanntes Gemälde hat er irgendwie wieder gefunden. Und hat es dann bei sich zu Hause noch gehabt, eine Nacht, bevor er es dann an das Museum zurückgegeben hat. Hat dann irgendwie, war dann im Wert von 17 Millionen Dollar. Und dann hat er das dem ehemaligen Kunstdieb gesagt und hat er gemeint so, okay, kann es sein, dass du heute Nacht mal so ein paar Stunden nicht zu Hause bist? Ja, schon heftig, ne? Ja, ist krass, was Kunst kostet einfach. Auch. Ja, aber Kunst, ja, Kunst ist das, was man selber sieht und als Kunst bezeichnet. Du kannst mir, kannst einem ja nicht sagen, jetzt ein Van Gogh oder ein Monet oder sowas ist. Das ist Kunst und das ist das, was viel Wert hat. Wenn es aber in deinen Augen jetzt nicht schön ist. Gut, die meisten gehen ja nach dem Marktwert einfach. Die gucken, was ist das Ding wert und dann kaufen sie es oder kaufen es nicht als Wertanlage. Also gibt es so manche Sachen, die sind einfach so nur dämlich. Wie jetzt diese Mist mit der Banane. Hast du das ja gesehen? Banane und... hat da jemand eine Banane? Mhm. Mit Tapeband auf dem weißen Grund gekleistert. Ach, stimmt. Und hat das verkauft für 60.000 Dollar? Das ist wie bei Ziemlich beste Freunde. Ja. Wo er dann auch vom Bild stehen, weißes Bild mit roten Flecken drauf und dann sagt er, ja, hat er Nasenbluten gehabt oder was? Ja, Ziemlich beste, ich glaube, der Ziemlich beste Freunde ist der Film jetzt auf Deutsch. Ich kenne das nur, ist das mit dem Schwarzen, der den... Genau. Okay, der französische Film, sehr guter übrigens. Sehr, sehr guter Film. Richtig gut, einer meiner Lieblingsfilme. Der hat das Bild ja nachher für 11.000 Euro verkauft an seinen, genau. An seinen Freund, ja. den er auch nicht leiden konnte. Genau. Bald ist er in Berlin, ehrlich? Bald, nächsten Monat oder nächsten weiß nicht, Winter. Nee, er hat schon in Berlin ausgestellt. Ehrlich? Klar. Also ich finde 11.000 schon ziemlich viel, aber wenn du mir sagst, dass das bald eine Wertsteigerung hat, ja, na klar. Aber gut, also verdammt gut geschauspielert von dem, der im Rollstuhl sitzt, ganz besonders. Ja. Weil der darf sich ja die ganze Zeit wirklich nicht bewegen. Ne? Das ist schon eine Leistung. Und auch sehr, sehr charismatischer Kerl. Ja, du musst es erstmal hinkriegen, wirklich keinen Muskel zu benutzen eigentlich. Wirklich nur so ein nasser Sack zu sein. Ja. Obwohl du ja die Muskeln hast. Ja, also man merkt ab und zu mal, dass. Ja. Aber das ist, ja, es ist eben Film. Ne? Aber auch nur nach dem, weiß ich nicht, nach dem zweiten, dritten Mal angucken. Beim ersten Mal fällt dir sowas nicht auf. Nee. Nö. Beim zweiten Mal hast du mehr Zeit und guckt man nach, sowieso nach solchen Sachen. Manchmal überlege ich mir, dass welche Filmszenen, wie nennt man das? Fehler, Filmfehler. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, das machen die extra. Manche Sachen sind extra. Manchmal schon, vielleicht. Also zum Beispiel, bei Braveheart, wo der William Wallace sich heiratet im Wald. Mhm. Nee, nachhinein, wo der gegen die warte Sekunde, ich habe ein Problem hier. Munition. Mit 112. Ja, Alter. Egal, der weg. Wo der dann aufsässig wird, weil seine Frau ja angegriffen wird im Dorf. Ja, ja. Da sagt er ja, wir treffen uns im Wald. Und dann läuft er dann da in dieser, weiß nicht, Dingsbums-Kleidung in den Wald und hat sein Riesenschwert und schmeißt es in den Boden. Oder nee, erstmal läuft er im Wald, dann kommt die eine Szene, dann läuft er ohne Schwert, dann kommt die zweite Szene, dann hat er. Nee, einmal hat er eine Szene mit Schwert, dann hat er wieder eine Szene ohne Schwert beim Laufen und dann kommt die Szene, wo der das Schwert in den Boden rammt oder wirft. Ja, die haben das halt. So kleine Fehler. Beim Cut. Geil ist aber auch bei Braveheart am Ende, wo, kann ich das jetzt spoilern schon? Nee, egal. Am Ende laufen sie der Film ist schon ja, so in die Schlacht rein. Mhm. Ganz am Schluss ohne ihn. Dann siehst du, wie einer der
Kumpels von ihm so eine Axt in der Hand hat und die wabbelt voll rum, weil die halt komplett aus Gummi ist. Siehst du nur so das Axtblatt da rumflattern. Das weiß ich sogar gar nicht. Das habe ich noch nicht gesehen. Schauen, die allerletzte Szene, wo sie dann so in die Kamera rennt, in die Schlacht, ja. Hat der Kumpel mit dem Bart, mit dem, der ein bisschen festere. Ja. Und die Axt in der Hand, die schwabbelt da durch die Gegend. Du kannst übrigens den anderen... Oh Gott, mach ich selber. Bin ich da. Ach Mist, ich hab gar nichts mehr zu essen. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich dir nichts mehr geben? Aua. Ein tiefer Fall. Ja, der Dödi ist auch gleich fertig. 77%. Ich habe noch ein paar Steinpfeiler gebaut, gecraftet. Mhm. Kannst du gleich verwursten. Was Level sind der hier? 68 oder haben wir das so lange? Bevor du kamst vorhin, habe ich hier auf der Insel rumgerannt und mit meinem Schwert einfach alles niedergekloppt. Hier, oder was? Auf dieser Insel? Ja. Mit dem Schwert? Dodo. Was ist das für ein Schwert? Ich hab... Oh, wie viel Schaden macht das? 518%. Okay. Das ist alles One-Hit eigentlich. Fast One-Hit. Oh, der geht mir auf den Nerv hier, der dauert mir echt zu lange. Ich habe nicht das richtige Futter dafür. Wir haben auf einer dieser kleinen Inseln hier vorne, Trilobiten gibt es hier ständig. Das ist gut. Da habe ich nämlich jetzt auch schon ein paar Perlen sammeln können und Öl. Oh, es dauert und dauert und dauert. Ich sollte nur so wenig leben. Ist er angegriffen worden? Ich glaube, der stirbt vor mir hin. Wie das denn? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, der stirbt. Ja, er stirbt. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt er zu wenig Essen und nicht das Richtige. Ja, der ist recht tot. Ja, jetzt sind alle Trilobiten erstmal weg, aber die kommen wieder. Und vorhin schon mal da. Sind alle Trilobiten weg? Alle weg. Tot habe ich sie gemacht. Tot. So, ich gehe jetzt farmen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, das Ganze hier. Du bist überladen. Niemals! Ja, das halte ich auch für ein Gerücht. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich komme immer online, habe immer totales Elan, was zu bauen. Und dann fällt das rapide ganz schnell wieder.
schon lange keine Horror-Games mehr gespielt. Aber echt lange jetzt. Bestimmt schon 6 Monate. Das ist echt schade eigentlich. Aber ich habe gerade keinen Bock auf Horror-Games. Ich weiß auch nicht. Man muss irgendwie manchmal auch dann das Feeling dazu haben. Ja. Man muss Lust haben drauf. Sonst macht es keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie meine YouTube-Kollegen, die ja extra nur, also richtige Horror-Game-Kanäle haben, das nur machen können. Das ist schon, weiß nicht, das ist irgendwann, also klar, du stumpfst sowieso ab, ist ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber irgendwann mal ein bisschen was anderes. Die werden sich genauso fragen, wie jemand 6 Jahre lang nur Ark spielen kann. Ja, aber ist ja nicht nur Ark, ich wechsle ja. Ja, aber so das der Grundkanon ist schon ja nur Ark. Viel Ark. Ja, okay, das ist jetzt bei mir der Fall. Aber es gibt ja jetzt auch andere, die machen das ja. Die machen ja kein Ark. Da gibt es ja komplette Multikulti-Kanäle. Wo wolltest du aus Holz bauen? Sollen wir es nochmal ändern? Nö. Okay, ich bringe jetzt gerade mal ein bisschen Material mit nach Hause. La 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 la, la 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 la. Pete gerade vor den Nacken geschossen mit der Armbrust, das hat ihm gar nicht gejuckt. Richtige Nackenschelle. Bin wieder da. Bist du immer noch unterwegs? Ah ne, du bist schon. Ah, guck mal, du baust ja schon. Ja. Bauen nennen kann. Du gibst dir Mühe. Ich war stets bemüht. Würde dann immer im Arbeitszeugnis stehen. Ja, es wird halt dämlich, dass diese Kackpfeiler immer nur so rausgucken müssen. Nee, müssen nicht unbedingt, aber an einigen Stellen ist das ein bisschen komplizierter, das Ganze runterzusetzen. Ja, ich fummel da jetzt nicht gut. Nee, ich auch keinen Bock zu. Fummeln kann ich woanders. Wo denn? Erklär mir das mal genau. Nee. Das hier ist Jugendschutz. Kinderschutz. Bums. Naja, mit Bums also. Dann kann das doch gar nicht funktionieren. Hast du eigentlich jetzt einen Futternapf gebaut? Wie wolltest du machen? War ja, klar wieder, ja. Weil ich muss alles alleine hier tun. Alter Mann ist wieder nur am Meckern. Futter da. Was brauchen wir noch? Fäsern. Fäsern. Wie weit wollen wir den eigentlich noch machen, den Steg? Also der muss recht weit, weil der muss ja ins Wasser. Der ist ja jetzt schon im Wasser. Ja, aber wenn du ein großes Tier hast oder ein Boot ansetzen, andocken möchtest, dann muss der schon. Gigantisch muss der sein. Boah, hier kannst du alles reintun.
ab einem bestimmten Punkt, wenn dann tiefer ins Wasser geht, der Steg bitte nicht. Dann mache ich das weiter. Vertraust du mir nicht? Nee, ich kann dir, ich setze ihn dann wirklich dann unter dem Dings. Bums. Es nebelt wieder. Ich freue mich. Nee, in England oder was? Ätzend. Gucken, wie tief ist es jetzt hier schon? Ja, du musst noch mindestens noch zwei oder drei weiter. Ja, warte mal, die kann ich ja schon besser setzen dann. Wenn du da unten mehr Platz hast, da kann man die wirklich versetzen. Soll ich dir mal ganz erklären, wie es geht? Geht ganz einfach, wirklich. Muss man, ist eigentlich gar kein großer Akt, das zu machen. Ich find's trotzdem dämlich. Ja, das sowieso. Guck mal hier. Du setzt. Wo bist du? Ach, da. Du setzt ja den ersten, musst du ja sowieso jetzt hier setzen, ne? Ja. Jetzt nimmst du den anderen. Pass auf, komm mal ganz zu mir. Ich gebe dir mal einen. Dann zeige ich dir das kurz. Ist wirklich ganz easy. Wenn ich's kann. Also, so, ich gebe dir mal einen. Gib mir eine mit. So, wenn du jetzt mal an den Snap-Point gehst, aber nicht drauf baust, kannst du noch einen zweiten Snap-Point wählen. Ein bisschen tiefer, ein bisschen nach unten. Ja. Warte. Ich kann es gerade nicht. Wenn du den unteren nimmst, der snappt immer so ein bisschen hin und her. Ja. Dann nimm den unteren und dann kannst du oben wieder abreißen. Dann ist der unten drunter wirklich unten drunter. Warte, ich gehe mal gucken. Reiß den mal kurz hier oben ab. Oh, geht schneller. Da ist es. Hi. Ganz einfach. Das kannst du aber jetzt bei den anderen nicht mehr machen, weil wenn du das jetzt machst, fällt alles auseinander. Ja, klar. Ich habe überlegt, ob es nicht schöner wäre, die links und rechts jeweils zusammen statt in der Mitte. Ja, dann würden die auch gar nicht, würde es gar nicht so hässlich aussehen, ne? Mhm. Wir können ja mal trotzdem jetzt erstmal so die Länge machen von dem Steg, wie wir sie brauchen. Und dann können wir die Steinpfeiler noch setzen, links und rechts. Und dann den schöneren können wir die in der Mitte wieder abreißen. Stehst du? Nee, aber ich sag einfach ja. Nee, hab schon verstanden. Ja, will ich jetzt auch. Ja, ein bisschen müssen wir schon noch. Also, wir sollten bis zu dem Stein hier kommen, der hinter dir ist. Ja, ich habe keine Pfeiler mehr. Mach den Stein schon mal weg, bevor du nachher dein Schiff da drauf aufsetzt. Was war das? Ein Eisberg. In der Karibik. Aber wenn man sich das überlegt, Eisberg. Titanic, wenn ich von Titanic denke, an die Titanic denke, denke ich immer auch an die Costa Concordia, die ja direkt vor der Küste gesunken ist, oder ja, nicht gesunken, ist ja eigentlich nur auf Riff gelaufen. Es mussten echt, ich glaube, 7 oder 9 Leute sterben. Wenn man überlegt, die Titanic ist mitten auf dem Ozean gesunken und da mussten die Leute, klar, mussten ins Wasser und da gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie ins Land zu kommen. Der Hammer ist ja, das Schiff, die Costa Concordia, ist ja am Land aufgefahren und hat sich aufgeschlitzt und kaputt gemacht. Aber ich verstehe bis heute nicht, wie es möglich ist, dass man die Menschen nicht retten konnte. Diejenigen, die gestorben sind. Das ist für mich immer noch. Da war so viel menschliches Versagen dabei. Ja, mega. Ich craft gerade die Pfeiler. Ich schieße Tiere ab. Das sind so Sachen, das hätte nie passieren dürfen, ne? Also okay, dass du auffährst, kann man doch sagen, wirklich, das kann mal passieren, das ist wirklich menschliches Versagen, aber dass da jemand stirbt, weil du bist ja am Land. Ja. Ist ja nicht, aber die sind ja unten drunter ersoffen.
Ja, ich weiß, irgendwelche Luken sind geschlossen gewesen oder irgendwie sind die ja unten, weiß ich nicht genau wie, aber das ist echt. Es war doch wie mit dem, wie hieß das Schiff in der Ostsee? Diese Fähre? Estonia oder so? Keine Ahnung. Da ist ja hinten die Klappe aufgegangen und dann ist das Wasser halt natürlich reingegangen, wo die Autos reinfahren können. Die hat sich irgendwie geöffnet oder war undicht und gab's noch relativ hohe Wellen und ist alles reingelaufen, die ist gerade abgesoffen. Sind auch wahnsinnig viele Menschen gestorben. Hm. Hast du noch ein bisschen Setch? Ja. Ah, hier steht's. Ich hab's gemacht. Gut, das schwerste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. 852 Opfer. Boah. Für nichts. Ja, fertig, warte. Ich mach jetzt noch die Sailings weiter. Ja, ich habe noch mal ein paar gemacht. Die Sailings oder die meinst du die Pfeiler? Sailings und Pfeiler. Achso, okay, dann brauche ich die Sailings gerade nicht machen, oder wie? Jetzt sind nur 6 Stück. Ich hab alles in die Schmiddi. Aber es ist krass, wie oft bei so Schiffsunglücken halt einfach auch menschliches Versagen dabei ist und nicht gar nicht mehr unbedingt die Technik. Also menschliches Versagen ist ja, ich sag mal, das ist so eine Sache, dass einfach das legitim, das passiert, das ist ja auch menschlich, ha. Weil der Kapitän, Schettino hieß der, der ist ja eigentlich, der ist auch von Bord gegangen. Und dann hat er mit seinem Obertypen telefoniert und dann hat er gesagt, gehen Sie sofort wieder an Bord. Gehen Sie sofort wieder an Bord. Ja, Kapitän geht als letztes von Bord und ja. Also so, er sollte doch bitte den Leuten Anweisungen geben, was sie tun sollen. Aber das war nicht der Fall. Er ist doch auch in den Knast gekommen dann, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Meint denn, haben sie verknackt? Berechtigterweise. Ich weiß es nicht, finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, das sind so Sachen, die. Ach Mist, dieses blöde Mist immer hier. Soll ich den oberen abreißen? Nee, warte, darf ich? 10 Sekunden hast du noch. Ja, dann nehmen wir auf. Ist weg? Oder guckt er oben durch? Nee, der passt. Perfekt. Das, ja. Manchmal sieht man das nicht ganz genau, wie das snappt. Ich finde das nicht in Ordnung. Klar, Fehler gemacht, aber dafür im Knast. Guck mal, du. Wer bist du? Ja, wer bist du, zu sagen, dass ein Vater, ist ja auch ein Vater von Kindern und von Ehemann und der soll in den Knast. Ich weiß nicht, ich finde. Ach Mist. Kannst du abreißen oben. Aber ja, andererseits wurden auch schon Leute für weitaus weniger verknackt. Ja, ich finde das nicht in Ordnung für sowas. Es gibt Sachen, die sind wirklich schlimm. Also schlimm heißt jetzt, wenn du von dir aus gewollt jemanden umbringst, aber menschliches Versagen und dann kriegst du so eine echt harte Strafe, finde ich nicht in Ordnung. Ich sehe das nicht. Ich mag das, ich mag solche Entscheidungen nicht. Wer bist du, dass du sowas entscheiden kannst, dass eine Person. Weißt du, wenn derjenige, der es entschieden hat, dass er ins Gefängnis kommt, den hätte ich gerne an der gleichen Stelle gesehen, wie er dann reagiert hätte. Ja. Weißt du, was ist das? Das heißt, wir sind dafür halt auch ausgebildet. Ja, aber was, du weißt ja trotzdem nicht, wie es dann nachher im. Ja, also. Ist ja nichts mehr. Wie hat Napoleon mal gesagt, der beste Plan hält nur so lange bis zum ersten Feindkontakt. Richtig. Klar. Ich habe noch 2 Pfeile. Pfeile habe ich noch genug. Ich brauchte gerade nur Sillinge. Sillings. Sillings. Soll ich noch die. Ich gehe einfach noch so weit, wie ich Materialien habe. Ja.
Celine Dion's. Komm mal kurz zu mir. Ich kann leider nicht mehr laufen. Stimmt, das ist so schwer. Ich gebe dir mal hier das. Dann kann ich wenigstens ein bisschen rennen. Also diese Nippel, die hier rauskommen, können wir noch retten. Also retten heißt nochmal richtig machen. Ich würde die eh rechts und links nochmal machen, die Pfeiler. Sieht einfach schöner aus. Weil ein Steg, der nur auf Pfeilern steht und links und rechts so viel schwebende Fläche hat, irgendwie ist auch wirklich scheiße. Hast du vollkommen recht gerade. Ja. Können wir Dreck machen. Ja. Du hast die Pillermann, oder? Ich hab den Pillermann. Dann kannst du... Ich will was testen. Wie viel Ceilings hast du noch? Drei. Wenn wir die noch verbauen und dann würde ich vorne gerade eine Treppe oder eine Rampe hin. Ich will das. Das ist gerade abgerissen, ist ein Stück weggeflogen, ganz weit ins Meer rein. Ich kann hier nicht setzen, warum auch immer. Weil ich nicht aufsetze, bestimmt, ne? Was bei dir, der guckt durch. Der guckt durch? Ja. Ah, okay. Dann muss ich alles nur von neu machen, leider. Alles komplett neu. Das ist immer ärgerlich, weil die können nicht nachher angesetzt werden oder so. Ich mach noch ein paar Celine-Dios. Ja, mir fehlt hier unten noch einer, der hat nämlich nicht angesnappt. Aber ich mache nämlich jetzt Schluss. Da kann ich was essen. Autsch. Ich habe vergessen, dass ich den unten ansetzen musste. Hier ist gerade alles zerstört worden, ey. Aber alles komplett. Du kriegst auch nichts zurück hier. Ich hatte auch gerade selber noch gesagt, ich brauche noch einen Celine, die Dingsbums, und ich muss hier unten ansetzen. Hab's vergessen, bin nach oben gegangen, hab das Ding abgerissen, ist alles eingestürzt. Wenn der nämlich keinen. Willst du was weg rausschmeißen? Ich wollte meinen Baywatch-Moment haben. Ich kann mal. Ich mach gerade ein paar Fotos. In der Zeitlupe von der vorbeilaufen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich zu schwer. Was ist los? Hast du das gedroppt? Nee. Warte, ich druck mal hier. Wow. Hallo? Hilfe! Hilfe! Kannst du mir noch die Hälfte geben? Ich muss mal Materialien wegschmeißen. Jetzt habe ich wieder Baywatch-Moment. Was hast du bitte an? Aber ganz ehrlich, ich baue den Steg jetzt gerade nicht mehr weiter. Kein Bock mehr. Ich mache jetzt für heute Schluss. Bin müde. Du kannst ja noch fummeln, wenn du möchtest. Ich bin raus. Alles klar. Und tschüss. Tschüss.